Wenn ihr verschiedene Siedlerspieler fragt, welches das schwächste Volk ist, werden die allermeisten die gleiche Antwort geben: die Trojaner. Während die Wikinger in HGHG zwar unter einem schlechten Spielfluss im Early Game leiden, können sie sich zumindest behaupten, wenn sie sich etabliert haben, und es gibt durchaus Spieler, die Wikinger mainen. Vom Nachzüglervolk kann man das leider nicht behaupten, aber woran liegt das und sind die Trojaner vielleicht besser, als es ihr Ruf vermuten lässt? Die Antwort ist etwas kompliziert. Das offensichtliche Problem, was ich auch bereits mehrmals angesprochen habe, sind die Baukosten. Diese sind bei den meisten trojanischen Gebäuden höher, oft ohne jegliche Begründung. Ob Türme, Waffenschmieden, Nahrungsgebäude oder Minen, alles braucht mehr Zeit und mehr Rohstoffe, um gebaut zu werden. Was die Produktivität dieser Gebäude angeht, bewegen sich die Trojaner oft auf Platz 4 oder Platz 3. Dass sie Spitzenreiter sind wie beim Wasserwerk oder zumindest in der oberen Liga mitspielen wie bei der Getreidefarm, ist eher selten. Getreide- und Sonnenblumenfarmen sind auch ziemlich große Gebäude, deren Standardarbeitsbereiche so nicht belassen werden sollten. Noch bei den Häusern haben die Trojaner Probleme. Die mittleren Wohnhäuser sind zwar auf dem Papier nur minimal schwächer als die der Wikinger und Mayas, sind aber weniger platzeffizient. Und da beide Baumaterialien ungerade Mengen erfordern, sind sie auch sehr ineffizient, wenn man sie abreißt. Das zwingt die Trojaner dazu, sich möglichst auf die großen Wohnhäuser zu verlassen, welche aber eben weit im Voraus im Auftrag gegeben werden müssen. Ein weiteres Problem, über das das Spiel übrigens kein Wort verliert, sind die Einheiten. Die Patchnotes sind leider unvollständig, aber soviel ich weiß, hatten die Rucksackkatapultisten früher die gleiche Reichweite wie Bogenschützen. Wohin das führen musste, ist abzusehen, wenn man sich der Stärke dieser Einheit bewusst ist oder die frühen Versionen des Community-Patches gespielt hat. Nach dem Nerf mussten die Trojaner also wieder auf Bogenschützen umsteigen, da diese den Multiplayer nun mal dominieren. Nur, dass die Bogenschützen der Trojaner schwächer sind. Level 1er und 2er bekommen weniger Gesundheit, während Level 3er zusätzlich nur 7 statt 8 Schaden pro Schuss anrichten. Also selbst wenn es einem Trojaner-Spieler gelingt, so viele Einheiten zu produzieren wie sein Gegner, sind diese einfach weniger wert. Das ist ziemlich ungewöhnlich, da die geteilten Einheiten sich sonst nie so verhalten, abgesehen von kleinen Abweichungen in Angriffsanimationen. Aber hier ist das Ding. Diese mit Abstand größte Schwäche der Trojaner wurde nach 17 Jahren mit der History Edition behoben. Zumindest im Multiplayer sind die Bogenschützen damit nun gleichwertig. Ich habe das für meine Gold Edition schnell in den Singleplayer übernommen, aber hier macht es schon einen Unterschied, ob ihr auf die History Edition gewechselt, bei der Gold Edition geblieben oder irgendwann einen der Fanpatches installiert habt. Diese Änderungen löschen aber natürlich nicht 17 bis 20 Jahre schlechten Ruf aus. Interessanterweise ist nur die Mana-Produktion möglicherweise die beste, da die Gebäude schnell, normal bepreist und noch dazu unabhängig von Flüssen sind. Ihre Kampfmagie lässt aber viel zu wünschen übrig, auch wenn diese bei allen vier Völkern im besten Fall eine sekundäre Rolle spielt. Der Orakelzauber ist nützlich, steht aber kostentechnisch direkt mit dem Nahrungszauber in Konkurrenz. Dieser ist der einzige Zauber im Spiel, den ich in seinem Vanilla-Zustand als strategiedefinierend bezeichnen würde. Seine genaue Funktionsweise war bis vor einem Jahr noch nicht sehr klar und bis vor sehr kurzer Zeit war selbst mir sein volles Potenzial nicht bewusst. In den Versionen 4 Settlers United brauchten blinde Minenbatterien aber nochmal zusätzliches Micromanagement, damit die gezauberte Nahrung auch verwendet wird, also eine weitere Fehlerquelle. Die Trojaner haben aber noch eine Eigenheit. Wenn man ihre Baukostenverteilung betrachtet, könnte man sie auf den ersten Blick bei den Römern einordnen. Das ist aber tatsächlich sehr trügerisch. Die Trojaner könnten nicht weiter von den Römern entfernt sein. Im Gesamtbild ist ihr Baumaterialbedarf zwar ausgeglichen, aber zwischen den Gebäuden sind die Schwankungen enorm. Grundgebäude und Türme sind ausgeglichen. Häuser, Schwerindustrie und Tempel sind steinlastig, Nahrungs- und Mana-Industrie dagegen sind holzlastig. Das bedeutet, dass die Trojaner je nach Spielphase und Spielweise näher an den Mayas oder Wikingern sind und sich ihre Bedürfnisse im Laufe des Spiels verändern können. Das ist etwas, was kein anderes Volk so hat und damit ein großer Fallstrick für viele Spieler. Man muss theoretisch nicht nur wissen, wie man mit den Bedürfnissen der Wikinger und Mayas gerecht wird, sondern auch rechtzeitig den Übergang von einem Extrem ins andere einleiten. Die Trojaner wie eines der anderen drei Völker zu spielen, funktioniert einfach nicht. Das ist auch ein Grund, wieso ich für Ubo letztendlich auf ausgeglichene Sägen und Spitzhacken gegangen bin. Holz braucht ihr verstärkt im Early Game, während ihr im Late Game mehr Stein braucht. Es bringt nichts, wenn ihr Holz erst dann ausbauen könnt, wenn ihr es kaum noch benötigt. Außerdem betont es nochmal, dass die Trojaner effektiv das Gegenstück zu den Römern sind, wenn man diese als Anfängervolk sieht, das immer gut ist, aber viele Situationen nicht optimal ausnutzen kann. Wo die Römer anpassungsfähig sind, sind die Trojaner flexibel. Diese Flexibilität müssen sie aber auch ausspielen, da ihr Standardaufbau insbesondere in Vanilla einfach unterlegen ist. Schlussendlich sind die Trojaner also das schwächste oder zumindest aufwendigste Volk, je nachdem, welche Version ihr spielt und welche Strategie ihr nutzt. Mit der History Edition und insbesondere mit den neuen Entwicklungen im Bereich Mana-Aufbau würde ich aber definitiv sagen, dass sie wesentlich stärker sein können, als ihr Ruf es vermuten lassen würde. Nur kriegt man die Spieler der ersten Stunde jetzt kaum noch dazu, dieses Volk überhaupt nochmal anzurühren. Die Leute haben ihre Routinen entwickelt und in Vanilla kann ich absolut verstehen, dass man sich nicht die Mühe machen will, die anderen Völker zu lernen, weil sie im Vergleich zueinander einfach zu wenig Neues bieten. Wozu der Aufwand, wenn ich im besten Fall mit viel Aufwand das schaffe, was ein Römer mit geschlossenen Augen macht?
Aber auch jetzt mit Uro sind die Trojaner zwar häufiger vertreten und Setas United macht ihren Mana-Aufbau noch etwas bequemer, ich wüsste aber niemanden, der sich deswegen jetzt als Trojaner-Main bezeichnen würde. Vielleicht kommt das noch. Vielleicht werden die Trojaner ihr Stigma aber auch nie verlieren.